die Stichworte des heutigen Tages, liebe Schwestern und Brüder, sind uns doch irgendwie fremd geworden, wenn nicht gar abhanden gekommen. Himmel, Herrlichkeit, sind das nicht einfach abstrakte Begriffe? Wenn es gut geht, sagen wir, es sind schöne Bilder. Wenn die Kirche heute den Tag feiert, da Maria mit Leib und Seele in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen wurde, dann gibt es vielleicht ein Stichwort, bei dem wir hängen bleiben, das uns nahe ist, das Stichwort des Leibes. Wir benutzen im Deutschen zwei Wörter, Körper und Leib. Und Leib ist der bedeutungsvollere Begriff, weil er den lebendigen Menschen meint. Wir können nicht anders existieren als im Leib. Körper beschreibt lediglich das Material. Aber selbst wenn wir den Körper als Material verstehen, auch in diesem Wort steckt noch etwas, das uns in diesen Tag hineinführt, nämlich Mater. Die Materie ist weiblich. Eine sehr frühe Beobachtung von Kardinal Ratzinger, noch als er gar nicht Bischof oder Kardinal war, ich schweige dem Papst, von Anfang der 70er Jahre, macht eine Beobachtung, die sagt, in der Neuzeit haben wir angefangen, von einer bestimmten Konzentriertheit nur allein auf Christus hin die weibliche Linie der Auslegung der Heiligen Schrift zu vergessen, die von Eva über die Richterinnen hin zu Maria führt. Und es ist etwas sehr Wichtiges. Herausgekommen ist eine sehr maskuline Linie. Und es ist vielleicht richtig zu beobachten, dass auch mancher übertriebene kirchliche Feminismus genau eine Reaktion darauf ist, auf diese maskuline Linie. So sagt Josef Ratzinger damals, vor vielen Jahrzehnten. Der Leib und dieses Fest, das wir heute feiern, führt uns zu einer Ganzheitlichkeit zurück. Es ruft uns in Erinnerung, dass Christentum alles andere ist als leibfeindlich, wie es so oft dargestellt wird, natürlich die Kirche. Und wir sehen das ja jetzt auch im Vorfeld der Familiensynode. Viele Diskussionen, die wir führen, viele Wortmeldungen, die wir wahrnehmen, wo wir sagen, naja, was kümmert sich denn die Kirche um die Schlafzimmer? Da sollen sie doch die Leute in Ruhe lassen. Da sollen sie doch tun, was sie wollen. Dabei vergisst man, dass es hier nicht um irgendeine Form von Kontrolle geht, die auch nicht mehr möglich ist. Eine Maria Theresia konnte in ihrem Österreich noch eine Sittenpolizei einführen und hat sie auch gehandhabt. Aber die Zeiten sind vorbei. Ich denke, das weiß inzwischen sogar jeder in der Kirche. Es geht also nicht um eine Form von Sittenpolizei, sondern es geht um das tiefe Verständnis, dass sich im Leib etwas ereignen kann, weil der Leib die Gesamtheit des Menschen bezeichnet. Im Leib, so ist es die tiefe Überzeugung christlichen Glaubens, ereignet sich Heil oder auch Unheil. Was bekennen wir anders gleich im Glaubensbekenntnis? Dass Gott einen Leib angenommen hat. Gott ist Mensch, Gott ist Fleisch, Gott ist Leib geworden. Im Leib der Jungfrau Maria. Und deshalb ist dieser Leib von Anfang an Himmel. Von ihrem ersten Augenblick an ist sie Himmel. Dazu bestimmt, den zu tragen, den wir Himmel nennen, von dem wir sagen, dass er im Himmel wohnt. Seitdem gibt es eine sehr tiefe Verbindung, eine unauflösliche Verbindung zwischen Himmel und Leib, zwischen ewigem Leben und Leib, zwischen Heil, Erlösung, Auferstehung und Leib. Die vergangenen Zeiten und Jahrzehnte haben diesen Kontext aufgekündigt. Und in der Beobachtung, ich will das noch einmal zitieren, was Josef Ratzinger dazu sagt, die Entdeckung des Leibes, so schreibt er, droht umzuschlagen in seine Enthumanisierung, also seine Entmenschlichung, um diesen Leib richtig ungehemmt im Besitz nehmen zu können. Und man müsste vielleicht auch sagen, wir können das dieser Tage immer neu beobachten, ihn zu verkaufen. Das geschieht in unserer Stadt. Stichwort Prostitution. Oder wenn man sich
jetzt anschaut, was Amnesty International fordert, die Freigabe der Prostitution, angeblich um die betroffenen Menschen zu schützen. Man wundert sich. Enthumanisierung. Um diesen Leib ungehemmt in Besitz nehmen zu können, um das tun zu können, wird er aus der sittlichen Sphäre herausgenommen, ausgeschieden und er wird zu einer reinen Sache gemacht. Nur wo der Leib in seiner humanen Würde angenommen ist, so damals Ratzinger, bleibt auch der Geist human. Nur wo das Humane von Gottes Verheißung her gesehen wird, bleibt der Leib in seiner Ehre. Der Leib der seligen Jungfrau Maria ist deshalb ein so großes Lehrstück für uns, nicht nur das große Vorbild, sondern ein Lehrstück des gesamten Glaubens, weil in diesem Leib alles Humane bewahrt ist, weil es in diesem Leib von Anfang an eine Übereinstimmung gibt zwischen dem Willen Gottes und dem menschlichen Leben. Das hoffe ich doch, wonach wir uns nach Kräften bemühen, nach dem Willen Gottes zu leben. Der Psalm sagt es, du hast mir einen Leib bereitet, darum siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Und das war eine tiefe Weisheit, wenn die alte Ordnung des Stundengebetes für das Gebet der neunten Stunde, für die Non, immer dieses kurze Kapitel hatte, diese Kurzlesung, verherrlicht also Gott in eurem Leib, dieses Pauluswort. Wir sollten das heute neu hören, weil es alles Worte sind, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln dieses große Licht ergeben, in dem wir heute die Frau als Zeichen am Himmel sehen. Verherrlicht mit ihrem Leib, der ganz dem Willen Gottes entsprach, der ganz der Verherrlichung Gottes diente und zum Himmel geworden ist, der uns ein großes leuchtendes Zeichen ist. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Es gibt keine Trennung, liebe Schwestern und Brüder, zwischen dem Glauben, der irgendwo hier hinter der Stirn anfängt oder vielleicht noch irgendwie im Herzen wohnt und das wären dann auch schon die beiden Körperteile, die den Glauben anzugehen haben. Und der Rest, entweder Müll, wird am Schluss zur Verbrennung freigegeben oder was auch immer. Nein, es gibt eine tiefe Wertschätzung des Leibes in der christlichen Tradition, die nicht nur in diesem Fest ausgesagt wird, sondern bis zum Ende in der Sorge um die Leiblichkeit des Menschen, sogar dann, wenn er hier auf dieser Erde seinen Weg beendet hat. Dennoch kümmert sich die Kirche sogar um die Bewahrung des Totenleibes. Ähnlich wie es die Apostel nach der Legende tun wollten, als sie das Grab der Gottesmutter öffnen, aber den Leib nicht mehr finden, weil er dort ist, wo er immer schon war. Himmel geworden, Christus bergend, mit ihm in seiner Mitte. Deshalb ist es schön, wenn wir am Ende die Kräuter segnen oder die Madonna ganz umgeben von diesen Duftkräutern sehen. Denn so sagt es die Legende, als man dieses Grab öffnete, fand man ihren Leichnam nicht, aber es entströmte ihm der Duft vieler Heilkräuter. Der Leib der Jungfrau Maria ist uns ein großes Zeichen, ein Lehrstück unseres Glaubens. Wir sollten immer wieder diese Leibhaftigkeit des Glaubens erkennen, im Blick auf sie und annehmen und lernen für unser eigenes Leben, um leibhaftig zu glauben.